So, hallo, ich grüße euch. Ich wollte mal eine neue Karte anschauen. Und zwar Genthin, die Perle am Kanal 2019. Jo. Schauen wir mal, was dazu ist. Jetzt habe ich natürlich, schlau wie ich bin, wieder was vergessen. Was mal eben hier hin. Hier sehe ich ja noch das Bild, das ist ja okay. Dahin. Dahin. Pum, 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 pum. Wo sind wir denn? Wo sind wir denn? Wo sind wir denn? Jetzt hin. Ja. Odele, guck. Start. Moin. Naja, so. Mann, was eine Idylle. Was steht da denn? Ist der kaputt? Nö. So, dann wollen wir mal gucken. So, ich habe die Genthin Map mit Hilfe eines Stadtplanes Google Maps LS 19 meines eigenen Wissens aufgrund meiner langen Zeit, die ich dort lebte, und in Sichtung durch Abfahrten nachgebaut. Achso, da oben steht, das ist meine Heimatstadt Genthin und das Dorf Mützel in Sachsen-Anhalt. Ich habe die Stadt zu großen Teilen, das Stadtgebiet Alten Plateau in geringem Umfang und das Dorf Mützel nachgebaut. So. Die Bauzeit der Karte im aktuellen Zustand beträgt ca. 11 Monate. Und die Konvertierung, also im LS17, das hatte ich schon gemacht, ja, und die Konvertierung in LS19 etwa 2 Monate. Du hast im Spiel keinen Hof. Dafür eine Mietwohnung in ein gemietetes Grundstück mit Unterständen und deinen Startfahrzeugen. Siehe hier. Sieh, you see. Ein Feld und ein Waldstück. Ehe. Wo bin ich? Da. Nee. Ich sehe hier aber nichts, was mir gehört. Oder habt ihr das gesehen? Also da ist das Dingensbummens. Da ist meine Wohnung. Steht da mein Pickup. Und da ist mein ganzes Gedöns, wo wir ja gerade sind. Okay. Windmühle, aber ich sehe kein Feld, das mir gehören sollte, könnte. Na gut. Ja, lesen wir mal weiter. Ein Feld oder ein Waldstück in Münzel. In Münzel. Hallo. Hallo Münzelchen. Nö. Muss er wohl vergessen haben, wa? Na egal. So, bam, 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 bam. Es gibt die Hofflächen aus dem LS17 unbebaut zum Erwerb. U-Landhof, die Grundstücke rund um deine Mietwohnung. Werderhof am Industriegebiet Werder. Feldhof an der Feldstraße, kurz vor der Umgehungsstraße. Futterhof im Dorf Münzel Kuh, Hof im Dorf Münzel Schweinehof, heute eine Wiese. In Genthin und den zugehörigen Dörfern leben aktuell rund 15.000 Menschen. Ja, ne? Es gibt keine verbauten Produktionen auf der Karte. Dafür stehen dir ca. 42 Grundstücke für alles Platzierbare zur Verfügung. Die Karte verfügt über 67 Felder, inklusive 8 Wiesen.
Die Feldgröße reichen von 0,252 Hektar bis 4 Hektar, 4,363 Hektar. Meine Fresse. Ein Hektar kostet nach Recherchen im Schritt 27.500 Euro in der Realität. Ich muss mal etwas hochscrollen, kleinen Moment. Verbaut sind außerdem Verkehr, Fußgänger und Schiffe. Es gibt die Bahnstrecke Berlin-Magdeburg und Magdeburg-Berlin. Realität RE1. Im LS19 Standardzüge mit der Ladestation auf der Map Transportfirma. Ein bisschen verwirrend, ne? Im LS19 Standardzüge mit einer Ladestation auf der Map Transportfirma. Okay. B und Entladen von Anhängern und Zügen. Und jeweils eine Verkaufsstelle außerhalb der Map, in der Map-Begrenzung. Diese ist mit dem jeweiligen Zug befahrbar und an den Verkaufsstellen betretbar. Außerhalb dieses Bereiches ist es nicht ausgeschlossen, dass man durch die Map fahren kann. So. Es kann mit Seasons gespielt werden und das Manual-System sollte im Ordner seins kommen. Sonst kommen Fehler in der Lok. Okay. Habe ich jetzt noch nicht drin, aber ich will mir die Karte auch erstmal nochmal angucken. Standardkulturen sind verbaut und für jede Standardfruchtart gibt es mindestens eine Verkaufsstelle, auch für Mist und Gülle. Es gibt einen Tunnel, an Bahnhöfen und am Markt einen Bunker. Ich sitze hier in meinem Bunker. Ja, verbaut sind folgende Verkaufsstellen. Das ist jetzt zu viel zum Aufzählen. Bla bla bla. Bockwindmühle, hast du nicht gesehen. Edeka und und. Übrigens habe ich die Karte gefunden bei Forbidden Mods. Mal ihn dazu sagen. Dinge kaufen. Händler, Fahrzeuge etc. kaufen und verkaufen. Klar, reparieren und konfigurieren. Rovi, Gasolin plus Aral, Tankofix und gleich Sprit. Ja, das ist logisch, die Tankstellen, klar. Zweimal Fabrik für Dünger und Saatgut. Dünger etc. 50% günstiger als im Handel. Viehhändler, Tiere ist klar. Reparaturen, Reifenservice und Werkstatt. Fahrzeuge reparieren und konfigurieren, aber nicht verkaufen. So, ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit der Map. Wer Fehler findet, darf sie behalten oder mir in den Kommentaren mitteilen. Liebe Grüße, Papa Herz. Jawohl. Ja, guck mal, Nachtrag 5.3.2021, Video-Link zu meiner Map-Vorstellung der Gendin. Ja, okay. Gut. Das war das. I ist der hässlich. So, jetzt pass mal auf. Mama, Mani, Mana, Mana. Nein. Ach, du bist ja so dumm. Konfigurieren. Uiuiui. So? Was ist das denn für ein Quatsch? Die singen. Ja, das klappt gut mit dem Konfigurieren, ne? Haut gut hin. Na egal. Wir mieten uns dieses komische Gerät mal. Zack, zack, zack. Um Jottes Willen. Dein. Ne, war falsch. Da muss ich hin. Echtzeit. Verkehr ist klar. Nein, langsam. Aus. Das muss ich immer machen, sonst werde ich wahnsinnig. Aus. Nee, schnell. Schnell. Das aus. 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 Zack, zack. So machen wir das erstmal. Ne? Okay. Das ist ein Schiff. Muss aber mal sein. Es blinkt, aber es leuchtet nicht.
Hm. Auto aufklappen. Aber wenn es dann sein muss, ist ja wurscht. So, bitte einmal das Tor öffnen, danke. Ich muss jetzt aber mal eben gucken. Was soll ich das alles abfahren? Das Tanke ist klar. Ferienhäuschen. Oh, was haben wir denn hier? A2 Magdeburg. Burggartencenter. Oh, da bin ich bestimmt auch schon mal angetuckert. Garantiert. Ey, Alter. Alter, ey, guck dir mal an hier. Alter Schwede. Ich wollte jetzt mal zu so einem Haar. Mal zu gucken, wie das da ist. Ey. Ist das jetzt die Autobahn oder? 70. Ah ja, das ist hier diese. Also die mich umsetzen, das ist raus. Ja, hast du doch gesehen, die stehen da. Also H, das ist so diese Wiesen, die kannst du dann wahrscheinlich bebauen. Polizei! Hier wohnt die Polizei. Stusshaltebälle, Bushaltestelle. Häuser Krummbein. Meisterbetrieb. Aber wisst ihr was? Nein? Geht noch nicht. Aha. Ich habe noch keinen kein KI-Verkehr gesehen. Bisher. Gesehen, was das hier sein sollte? Ich nicht. Titeri, das ist. Ja, hier ist wieder so ein freies Stück. Also diese ganzen mit Hage kennzeichen. Nu, lass doch mal hier. Ganzen mit Hage kennzeichneten Flächen hier. Kannst du quasi alle bebauen. Habe ich das richtig verstanden? Habe. So, jetzt muss ich mal eben kicken, weil Brauerei ist das hier. Aha. Habt ihr denn schon was gesehen, wo man hier abkippen kann? Oder ich noch nicht? Also wahrscheinlich hier denn, ne? Aber er sagt ja, Produktion, das war so stand ja geschrieben, Produktion sind ja in dem Sinne gar nicht verbaut. Dann ist das alles nur Deko wahrscheinlich. Tekodorant. Molkerei. Also das wäre natürlich ein bisschen unschön. Wenn das alles nur Deko ist, dann ist das ja unnötig verballerter Raum. Da könnte man ja selber dann besser selber was hinstellen. Ja. Also was kriegst du ja alles zum Mühle? Ja gut, hier ist ein Trigger.
Ja, der Guide. Der Guide. Oh ja. Darum wollte ich ihn genau. Ah ja, Mühle, Mühle, Mühle. Ja, Lampen sind oben kaputt. Ja, wenn das jetzt noch fahren würde, ne, dann wäre ja irgendwie eine geile Nummer. Nur mal so angemerkt. Hier erkenne ich auch nichts. Könnte eventuell, aber ich glaube, es ist nicht ein Trigger sein. Achso, ja, das ist dann hier die Molkerei, genau. Brauerei und Diner. Ja, okay, der hat auch einen Trigger, das ist auch schon mal was. Gut, das haben wir. Da sind wir dran vorbeigefahren. Da ist der Landmaschinenhandel. Zugverkauf Brandenburg. Oh, oh, das ist aber nicht schön. Hier machst du nämlich einen Abgang. Siehst du, hier bist schon unten drunter. Eierfarbmünze. Eieieiei. Jo, Karneval in Rio. Hm. Ist auch nicht zu erkennen, ob ich jetzt hier was verkaufen kann oder so, oder ob ich hier... Ah ja. Wo sind wir denn hier? Freiheitsstraße, das ist auch nicht schlecht. Florian-Geier-Straße, okay. Oh, guck dir mal an, was eine Umweltsauerei. Ja, gibt's dieser. Der hat ja einfach so. Boah, wenn da die Grünen sehen. Also, da will ich dem Modder mal sagen, oder dem Mapper, diese Dinger hier. Die sind nicht schön. Da gibt es schönere, die man da hinstellen kann, habe ich schon gesehen. Das sieht wirklich aus wie aus dem Playmobil oder Lego-Baukasten. Gefällt mir nicht ganz so gut. Unter der Eiche. Kita unter der Eiche. Mhm. Okay. Badabadabadabadabam. Gülle, 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 gülle. Ja, okay, ja. Mhm. Das ist eine Baustelle. Wir gucken uns die mal eben an. Vielleicht kenne ich ja einfach, aber das sieht so tot aus, der arbeitet keiner, glaube ich. Nein. Nee. Das sieht ja. Die Baustelle liegt doch schon länger brach. Guck mal, das wird alles schon wieder vom Gras überwuchert hier. Der Unternehmer ist garantiert pleite gegangen. Hier geht ja gar nichts. Das ist ja. Ist ja, ne? Ach guck mal, da bin ich ja wieder bei meinem Unterstand. Eierfarm, da waren wir. Bockwindmühle. Besuchen. Aha, auch da haben wir einen Ladetrigger. Jo, die finde ich gar nicht schlecht. Die ist hübsch. Hä? Die hat was. Und das nächste. Transportfirma. Na ja, gut. Auch hier können wir was abladen. Gut, gut. Wie steht ihr denn da drin? Hoppala. Ui. Ui. Ja,
Hat aber einer gesammelt, wa? Skoda! Skoda, meine Eltern haben mal einen gehabt. In früheren Jahren. Das Vorgängermodell von diesem hier. Fragt mich jetzt nicht nach der Bezeichnung, aber... In Rot. Mein Gott, das war sie noch. Aber dumm hingestellt, hier kommt er mit seinem Trecker ja gar nicht raus. Sowas aber auch. So, gucken wir mal weiter. War ich da? Ja, ne, da war ich doch. Oder? Deiner haben wir den Dienstag. Mein Haus, Mietwohnung, hier müssen wir einen besuchen. Hallo? Ich wohne doch nicht einfach auf der Straße, wa? Ach, du dickes Ei. Ich habe jetzt auch vorwärts gehen gedrückt, ne? Und zack, war ich, ja. Seht ihr das? Das war irgendwie ein Fehler im System. Transportfirma waren wir. Mist haben wir. Ja gut, kannst halt Mist verkaufen, ne? Und eben bei Sale. Ja. Das ist eigentlich... Was ist denn jetzt los? Ein Lebensmittelladen, eigentlich so ein Edeka-Laden oder sowas. Ne? Und daneben den Misthandel. Ja, ja, Leute. Das war dann nicht ganz so... Ganz so... eine gute Wahl des Gebäudes, sagen wir mal so. Das soll wahrscheinlich irgendwie kalt darstellen. Sportplatz. Aha. Bubbelpiste. Wen haben wir hier? Bestattung. Okay. Mhm. Landwirtschaft der DDR. Ja. Paul Bauer. Dumm reden, das war sein Leben. Der Kritiker, er war kurz da und schnell wieder weg. Nun liegt er hier im Dreck. Ja, das wiederholt sich dann wahrscheinlich alles. Ne? Hoppala. Ja. Okay. Viehhändler. Ja, sowas stört mich zum Beispiel auch, ne? Sowas mag ich ja nicht. Wenn das dann so mitten in der Pampa da noch. Nee. Ja, das schwebt so ein bisschen in der Luft hier, die Auffahrtsrampe. Wahrscheinlich auf der anderen Seite dann auch. Und da kommt auch wieder Gras durch. Schreinerei. So, ich denke mal, das Ding hat das schön da hinten gestört. Das ist natürlich auch nicht ganz so toll. Schade. Also, ich merke schon, es schleichen sich gewaltig Fehler ein jetzt hier. So wie das hier zum Beispiel, ein Spielplatz total zugewuchert. Würde ich jetzt so nicht machen. Aber gut, ich habe es ja auch nicht gemacht. Ich kann es ja auch nicht, bin ich ja ehrlich. So, das ist hier normalerweise auch ein Laden. Ola. Das sieht... Also ganz ehrlich, ne? Ich will ja keinem was Böses. Wie gesagt, ich kann auch nicht mappen oder so. Aber bevor ich so ein Ding da hinstelle, lass es lieber weg. Das sieht aus wie ein Pappmodell. Sorry, aber... Oh. Ja, so was das geht, das lasse ich ja. Das ist ja in Ordnung.
Nee, weiß ich nicht. Schade. Hatte mir da ein bisschen mehr von erhofft. Ach ja, jetzt wieder beim Reifenservice, ne? Naja, genau, Werkstatt. Hier kein Ankauf, ja, okay. Halt. Halt. Da ist der Reifenservice. Und da bin ich ja. Schreinerei Werkstatt. Das ist quasi dasselbe. Netto, Weberei, Zuckerfabrik. Die gucken wir uns noch eben an. Bin ich jetzt hier in der Erde eingesackt oder was? Ja, scheint so. Geht nicht vor, geht nicht zurück. Kartoffelhans. Jo. Merkt ihr was? Mein Interesse schwindet. Und das gewaltig. Leider. Aber das sagt mir ja gar nicht zu. Den Anfang fand ich so gar nicht schlecht, aber je mehr ich mir hier angucke. Baugrund, Sägewerk, das ist mit Sicherheit auch wieder 0815. Ja, klar. Na sicher. Stammverkauf, Ende. Mehr ist nicht. Praktisch nochmal ein zweites Sägewerk hingeklatscht. Ja, Leute, ey. Achso, ist einfach hinten dran gesetzt. Eiermeier. Holzannahme, Turm. Kannst auch. BGA. Ah.
Ja, das ist ja wieder was. Ja, wie, es ist immer eine Geschmackssache, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Ne? Aber ganz ehrlich, meins ist es nicht. Da bleibe ich doch bei dem, was ich habe. Das ist wirklich nicht meins. Also da war ich ja schon, Kartoffelhans. Zuckerfabrik war ich, Messen Heizberg ist uninteressant. Weberei, ja, das. Warte mal eben. Hier wollte ich auch nicht hin. Nee. Warte ich an den. Na, ist auch eigentlich egal. Schade. Also eigentlich sonst so auf den ersten Blick nicht so unübel, aber nee. Tut mir echt leid, aber das gefällt mir ganz und gar nicht. Sorry, bin ich raus. Dann mache ich hier Schluss. Ich weiß nicht, wenn es jemandem gefallen hat, ich werde mal den, ne, Download-Link unten reinsetzen. Ne, ganz klar, aber wie gesagt, mich überzeugt es nicht. Achso, ich werde mal eben. Ja, guck mal. Asphalt ist noch warm, der Jochen sinkt hier ganz schön ein. Ne? Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, auch. Ja, hier geht's. Ja. Wittgen. Map-Ende, naja. Lassen wir mal so, ne? Ey, ist das denn KI-Verkehr? Das erste Auto, was ich hier fahren sehe. Respekt. Nee, also, wie gesagt, ich bin da raus, dann ist das. Ist nichts für mich. In diesem Sinne, ich hoffe, ich konnte euch da so einen kleinen Überblick über verschaffen. Obwohl, ich glaube, ganz viel war es nicht. Weil, weißt du, wenn mich so eine Karte nicht von Anfang an so richtig. Ja, da muss was überspringen und das tut es hier absolut nicht. Darum, es liegt mir fern, hier irgendwas schlecht zu sprechen oder irgendjemandem schlechte Arbeit zu unterbestellen, aber naja, für meinen Geschmack hätte man da mehr rausholen können. Sagen wir das mal so. Jo, die Beschreibung ist auch gut, ne? H gleich Fläche. Fläche. Schön. Gut, in diesem Sinne, ihr Lieben, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Wie gesagt, zieht euch das aus der Karte raus, was euch gefällt. Und vielleicht gefällt es euch auch ganz, ich weiß es nicht. Das müsst ihr für euch entscheiden. Tja, mehr kann ich dazu nicht sagen. Also, macht es gut, euch noch einen schönen Tag. Tschüss.